Hallo, ich bin Christel Wehrmann und helfe beim Emmauskreis, seit es ihn gibt, mit ein paar Jahren Unterbrechung arbeitsbedingt. Ich möchte euch heute gerne ein paar Einzelheiten aus meinem Leben erzählen. Ich wurde als viertes von 8 Kindern in Graz, der Hauptstadt der Steiermark, die eines von 9 Bundesländern Österreichs ist, geboren und bin auf dem Lande aufgewachsen. Meine Mutter war Lehrerin und mein Vater Schulleiter der Knabenvolksschule in Riegersburg, einem kleinen, aber sehr bekannten Ort wegen der Burg, die auf einem erloschenen Vulkan im 16. Jahrhundert erbaut wurde. In Riegersburg gab es auch eine Klosterschule für Mädchen und daher waren Jungs und Mädchen immer streng getrennt. Als ich 5,5 Jahre alt war, wurde in dieser Klosterschule ein Kindergarten eröffnet und ich durfte ab und zu ein bisschen reinschnuppern. Und weil ich davon so begeistert war, beschloss ich damals schon, Kindergärtnerin zu werden. Nach Abschluss der Grundschule blieb ich 2 Jahre zu Hause, um meine jüngste Schwester und unseren Haushalt zu versorgen. Denn meine Mutter war trotz ihrer 8 Kinder immer berufstätig gewesen. Nach meiner 4-jährigen Ausbildung zur Kindergärtnerin in Graz bekam ich eine Anstellung an der Universitätskinderklinik, ebenfalls in Graz, und war somit Versuchskaninchen als erste Kindergärtnerin in Österreich überhaupt in einem Krankenhaus. Man wollte herausfinden, ob eine spielerische Ablenkung eine positive Auswirkung auf die Genesung der Kinder haben könnte. Ich betreute also Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren in ihren Betten, brachte ihnen Spielzeug, Bücher, Bastelzeug und Malmaterial und betreute diejenigen, die aufstehen durften, in einem Spielzimmer. Je nach Krankheit kamen manche immer wieder. Ich erinnere mich an einen 16-jährigen Jungen, der ausnahmsweise noch aufgenommen wurde, weil er schon seit seinem 9. Lebensjahr Patient war. Als er aber begann, den Schwestern, Schülerinnen den Kopf zu verdrehen, durfte er nicht mehr kommen. Im 4. Arbeitsjahr gab es besonders viele Leukämie- und Tumorkinder. Und das schlug sich bei mir langsam, aber sicher aufs Gemüt. Und als an einem Tag gleich 3 Kinder starben, war das zu viel für mich und ich kündigte schweren Herzens. Eine ehemalige Schulfreundin hatte mir kurz zuvor erzählt, dass die Schulschwestern, bei denen sie im Kindergarten arbeite, eine Horterzieherin, also eine Nachmittagsbetreuerin für Schulkinder suchten. Ich bewarb mich und bekam die Stelle. Mir wurden die Erstklässler zugeteilt, die nach der Schulzeit in derselben Klasse sitzen mussten, ihre Hausaufgaben machten und danach, bis sie abgeholt wurden, lesen sollten. Hauptsache, sie verhielten sich leise und das war für mich unakzeptabel. Ich zweigte monatlich einen Teil meines Gehaltes für den Ankauf von Beschäftigungsmaterial wie Puzzles, Steckspiele, Malbücher und Kinderbücher ab. Und wer mit der Hausaufgabe fertig war, durfte sich spielerisch betätigen. Waren alle fertig, wurden Gemeinschaftsspiele gespielt, gesungen, erzählt und zum Schluss noch gemeinsam gelesen. Die fröhlichen Kinderstimmen störten die alte Pfortenschwester bei ihrem Nachmittagsschläfchen im Pfortenhäuschen und sie beschwerte sich bei der Schwester Oberin. Am Ende des 2. Schuljahres wurde ich dann rausgeschmissen, auf Hochdeutsch gekündigt, weil ich zu viel mit den Kindern spielen würde. Diesem Rausschmiss habe ich eigentlich mein ganzes weiteres Leben zu verdanken. Ich folgte nämlich einer Einladung meiner Schulfreundin, die seit 1971 mit ihrem Mann und den 2 Kindern in Südafrika war, und zwar in Vanderbijlpark.
Da lernte ich dann Reinhold Wehrmann kennen. Und wieder zurück in Österreich, wo ich wiederum an der Kinderklinik arbeitete, begann ein wöchentlicher Briefwechsel zwischen uns. Damals war die Post noch verlässlich. Wenn man den Brief montags aufgab, kam er freitags an. Nach über einem Jahr besuchte mich Reinhold in Österreich und lernte Skifahren. Und nach einem weiteren Jahr, in dem er, laut seiner Aussage, sämtliche Telefonzellen in Pretoria mit seinen sonntäglichen Anrufen finanzierte, heirateten wir im Januar 78 in Österreich und im Februar nochmal in Kroondal, Südafrika. Und somit hatten wir beide unsere Familien und Freunde dabei. Ich arbeitete 4 Jahre im katholischen Kindergarten in Pretoria. Dann kamen in je 2 Jahren Abstand unsere Kinder Karin, Sabine und Bernd. Und ich war zu Hause, bis sie alle 3 in die Schule gingen. Dann begann ich an der DSB im Kindergarten zu arbeiten und war mal wieder die Erste, die offiziell den Halbtagskindergarten in einen Ganztagsbetrieb umstellte. Die ersten paar Jahre vom Emmauskreis durfte ich immer die Kuchenreste meinen Nachmittagskindern mitbringen, worüber sie sich sehr freuten. Nach 16 Jahren wechselte ich ins Tagesheim der DSB, wo ich es wieder mit Schulkindern zu tun hatte. Dieses Mal wurde ich nach 2 Jahren zwar nicht rausgeschmissen, sondern pensioniert, altersbedingt, was wiederum genau der richtige Moment war, denn ich wurde als Babysitter für mein erstes Enkelkind gebraucht und dann noch für das zweite. Und ich habe jeden Tag sehr genossen. Vor 2 Jahren kam dann noch ein drittes Enkelkind dazu, von unserem Sohn Bernd, und das vierte ist unterwegs. Und so sieht unsere Familie heute aus. Seid gegrüßt und alles Gute, vor allem Gesundheit.